Wir haben es ja oft so, dass die ersten 10 Minuten im Training ist ja so, ja, lauft euch mal 10 Minuten warm und die Torhüter ja, traben ein bisschen, erzählen ein bisschen und ehe wir uns zu sehen haben, sind 10 Minuten vorbei und die Torhüter sind nicht warm. Deswegen nehme ich das Ganze gleich unter meine Fittiche und kontrolliere das. Als erstes machen wir so 4 Durchgänge, ja, locker laufen, Armkreisen, an der Seite lang, am letzten Kegel, Sidesteps und anderen Koordinationsleiter einfach nur frontal mit einem Kontakt. Ja, also ganz locker warm laufen. Ja. Sidesteps locker. So, ein Kontakt. Ja. Rückwärts. Auch rückwärts laufen. Und an der Koordinationsleiter auch rückwärts. Wir machen leichten Slalom laufen durch die Kegel. Ja. Und an der Koordinationsleiter wirklich schon noch da, 2 Kontakte pro Zwischenraum. Durch die Kegel. Abwehrarbeit diagonal nach vorne, durch die Kegel. Ja. Vorwärts, mach vorwärts. Eine Bahn Fußgelenksarbeit, ganz locker. Und wieder Sidesteps und hier machen wir wieder vorwärts und seitwärts. Normal Fußgelenksarbeit, ja? Jawohl. Skippings, genau, weiter. Ich bin positiv überrascht. Sah eigentlich bei allen Torhütern gerade eigentlich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also. Yep. Ja. Okay. Gut. Kniehebelauf. Auf jeden dritten Schritt. Machen wir auf jeden dritten Schritt. Ja. Ja. Ja, genau. Anfassen. Ja. Und seitlich. Okay, das Ganze im Kniehebelauf machen wir mal auf jeden dritten Schritt. Fangen wir an, auf jeden dritten Schritt Kniehebelauf. Gerade beim Kniehebelauf ist die Problematik Bein- und Handkoordination. Ja, wir müssen mal sehen. Also normalerweise müsste der wie in der Leichtathletik gehen. Die meisten haben die Arme, wissen nicht, was sie mit den Armen machen sollen. Fällt uns sehr häufig auf bei den jungen Spielern, aber auch bei den Torhütern. Ja. Nächste Sache, Kniehebelauf auf jeden Schritt. Als nächstes bringe ich meine Bewegungskombination mit rein. Wir machen das so, dass wir an den roten Hütchen anfersen und an den gelben Hütchen Kniehebelauf machen. Ja? Machen wir einmal einen Durchgang. Und Kombination, jawohl. Wir fangen an beim ersten Fußgelenksarbeit im ersten Teil. Dann kommen wir hier rüber. Ja, gehen mit dem rechten rüber. Ziehen nach und jetzt Kniehebelauf und dann hier gehen wir mit dem linken Bein rüber. Sidestep und Sidestep, jawohl. Gehen wir hier einfach rüber. Stehen kurz. Seit Nachstellschritt und dann hier mit linken Bein anfersen und dann mit dem linken Bein rüber. Ja? Ja, nur rechts. Sidestep, jawohl.
machen wir eine Runde rückwärts, über die Schulter abrollen. Okay. Ja, ja. Dann nach der Rolle, ja, gehen wir hier ganz einfach durch die Koordinationsleiter, die Schrittkombination, das, was ihr gerade machen wollt, könnt. Ja, nach der Koordinationsleiter, kurzen Antritt zur Mittellinie. Da muss immer einer dastehen, Pass, Rückpass, Antritt. Wenn der Erste Mitte der Koordinationsleiter ist, kann der Nächste schon anfangen zu arbeiten. Ja? Und der Nächste schon. Pascal, komm, Pascal, arbeite. Und der Nächste kann schon arbeiten. Leon, komm. Dennis. Und Pass, Rückpass noch. Oder einer muss mal dastehen. Ja. Und der Nächste kann arbeiten. Robert, komm. Und der Nächste, komm. Tom. Diesen Teil für die Fußarbeit, den kann ich beliebig variieren. Ich kann mir jetzt auch zwei Bänke nehmen, wo man Fußarbeit macht. Ich kann mir aber auch, was in vielen Hallen ist, eine Linie nehmen. Wir haben ja in vielen Hallen, gerade diese Mehrzweckhallen, haben wir ja Badmintonlinien oder Basketballlinien. Ich nehme jetzt mal hier die Seitenauslinie, Dennis. Machen wir wieder eine gymnastische Vorübung, ja, das, was wir können. Und dann machen wir mal, gucken wir, dass wir so lang wie die Koordinationsleiter ist, diesen Schritt machen. Zwei Kontakte pro. Ja. Okay. Ja, passt ein bisschen auf jetzt mit der Schwelle da. Ist gut so. Ja. Ja, passend. Aber dann machen wir mal jetzt den Pass. Pascal, geh mal dahin. Machen wir mal den Pass auf der anderen Seite, weil sonst wird es wieder zu gefährlich. Ja. Jetzt auch eine Sache, um noch ein bisschen Passqualität reinzubringen und auch hier den Erwärmungsaspekt mit reinzubringen. Einen Ball legen wir ab, ihr legt auch euren Ball ab. Ja. Legt ihn, ich sag mal, in Reichweite, nehmt euch, nicht zwischen die Füße, in Reichweite, nehmt euch. Jawohl. Okay, fangen wir ganz locker an. Fabi, einen Ball runter. Oh, einen Ball runter. Wir fangen an. Dennis, passt auf Pascal. Pascal, den Ball legst du ab und nimmst deinen Ball und passt ihn zu Dennis. Ja, und pass rüber. Ja, okay, gut. Organisationsraum ist klar. Wir kommen noch mal zwei Schritte rein. Ja, auch hier wieder ist gut, dass in Hildesheim eine komplette Handballhalle ist. Normalerweise würde ich jetzt gucken, wenn wir jetzt ein Volleyballfeld haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr, nicht gleich diese 20 Meter Pässe machen zum Warmmachen, sondern bloß einmal 10 Meter. Gut. Fangen wir an. Pass. Ablegen. Der gleiche Ablauf wie eben. Dennis passt rüber zu Pascal. Pascal legt seinen Ball ab, setzt sich hin und passt rüber. Jawohl, gut. Yep. Dennis, ablegen, hinsetzen und passen. Ja. Und komm, die anderen auch. Den Ball ab, nimmst den auf, passt wieder, ja, und dann machst du einen Liegestütz. Also nach jedem Pass kommt jetzt ein Liegestütz. Ja. Zack, ablegen und hoch. Jawohl. Pascal runter, Liegestütz. Jawohl. Nach jedem Pass ein Liegestütz. Ja. Gut, und dann noch. Fabi, komm, mach gleich weiter. Robert. Dennis legt seinen Ball ab und Sidestep rüber. Jawohl. Gut, jawohl. Ja, jetzt haben wir hier die Toto-Bewegung, Sidestep drin. Ja? Und Fabi, komm, arbeiten wir gleich mit. Dennis, wieder einen Ball. Du passt Pascal an. Pascal legt seinen Ball ab. Und jetzt Hechtsprung zu dem Ball, du willst den Ball, der ins Tor ausrollt, den Abpraller, den willst du holen. Den Ball in Hechtsprung und dann unter Kontrolle bringen und schnell den Pass. Zack, jawohl. Dennis, ablegen. Ja, okay, gut. Ja, jawohl. Und unter Kontrolle bringen und hoch. Ja, gut, Pascal. Und
Erster Abschnitt wird sein Technik in den Grundbewegungen. Ja? Wir fangen hier an, zwischen diesen beiden Kegeln, Grundtechnik flach. Machen wir kurz vor, Grundtechnik flach. Jawohl, gut, alles klar. Tom, du bist hier am Tor, Grundtechnik hoch. Jawohl. Und Leon kommt mit her. Hier machen wir Grundtechnik halb hoch. Ja, einfach. Ja, gut. Im zweiten Abschnitt, obere Extremität für die erste Bahn. Für die erste Bahn machen wir hier Liegestütz, ganz normal Liegestütz. Für die zweite Bahn, bei Tom, machen wir hier Trizep-Dip, Klocki. Das wird deine Übung sein. Und für die dritte Bahn Oberextremität machen wir das so. Unterarmstütz und gehen hier immer raus. Ja? Machen wir ja ganz normal rumfehlen. Bloß, wir sind hier im Torwarttraining, deswegen machen wir das jetzt so. Guck mal hoch, immer abwechseln. Ja? Okay. Bauchlage? Ja. Jawohl. Und einfach nur den rumfehlen. Ja? Einfach nur Hände und beim Oberkörper hochkommen. Jawohl. Okay. Machen wir Rumpfmuskulatur und hier einfach laufen. Wenn das im Liegestütz zu schwer ist, können wir auch hier im Unterarmstütz gehen. Ja? Beinkraft für die Bahn machen wir ganz einfach, dass wir den hier hinter den Rücken nehmen und die Kniebeuge. Ja? Springseil. Ja? Okay. Ja? So, hier für die Bahn 1 Sprungkraft machen wir einfach zwischen der Linie einfach. Die fünfte Übung wird jeweils auch wieder hier Beinarbeit sein. Ja? Machen wir hier ganz einfach. Koordinationsleiter, ihr seht, die Koordinationsleiter immer wieder. Können wir mit einbauen. Hier auch die Schrittkombination machen wir immer vorwärts. Ja? Wenn wir durch sind, dann seitwärts, wieder vorwärts, seitwärts. Nehmen wir hier die Linie, ja, was ich vorhin schon bei den Torhütern hatte, dass wir hier gehen. Und wieder zurück. Ja, gut, habe ich ein Parcours aufgebaut. Wie gesagt, 15 Übungen, ja, drei Bahnen. Wir wechseln immer so, dass wir innerhalb der Bahn nach vorne wechseln. Also, gehen wir nach vorne. Das ist die dritte Bahn, wechselt auf die erste Bahn. Da musst du dich beeilen. Ja, gebe ich vor. Ja, ansonsten guckt euch euren Vordermann an. Ja, so, das Ganze habe ich mir als Erwärmung im Intervall von 15 Sekunden Belastung, also ich möchte jetzt keine Ausdauerübung machen, ich möchte jetzt einfach die Jungs warm bekommen. 15 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, aber in den 10 Sekunden müsst ihr halt wechseln. Okay, dann sind wir bereit und auf geht's. Okay, Wechsel. Denkt dran, 10 Sekunden Zeit habt ihr dafür, für den Wechsel. Hier, hey. Da. Und weiter geht's. Koordinationsleiter. Jawohl, weiter geht's, arbeiten. Und stopp. Und weiter geht's. Ja, ist geil. Gehen wir ein bisschen mehr in Grundposition rein. Die Arme ein bisschen höher. Jawohl. Haben wir schon ab, Fabi? Bälle hoch, die Torhüter, wir spielen jetzt zwei Bälle, der Torhüter kriegt jeweils zwei Bälle und spielt den Ball, den du bekommst, auf die Seite, spielt den zurück. Also wir machen das mal langsam vor, mal parallel. Jawohl, genau. Die Torhüter mal ein bisschen mehr ran, ja, komm, kommen wir mal ein bisschen mehr ran. So, Fabian hat den Rhythmus drin, jetzt können wir ein bisschen schneller werden, komm, du hast den Rhythmus drin, gut so. Wir können auch mal den rechten Ball auf links spielen, wir müssen nicht immer nur parallel spielen, ja? Ja, das ist richtig. Den Ball, den du kriegst, spielst du zurück. Ja, den musst du ja auch gerade zurückspielen. Ja. Ja.
Also, hoch einwerfen. Machen wir mal, ja, machen wir mal die ganze Truppe. Ja, hoch einwerfen. Pascal Zeck an. Eine Reihe. Pass auf, wir machen mal eine Reihe. Jetzt eine Sache, wo ich mit am besten komme. Wir machen mal eine Wurfgasse auf Pfostenhöhe, also paarweise eine Gasse auf Pfostenhöhe. Ja, 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 ja. Ja, genau, alles klar. So, Männer, jetzt machen wir das so. Zwei Würfe, kurze Pause. Pascal, kannst hinten rausgehen. Kannst hinten rausgehen. So, wir fangen an. Bis zum dritten Paar fangt jeweils ihr an, hochzuwerfen. Ab dem vierten Paar fangt ihr an, hochzuwerfen. Zwei Würfe, kurze Pause. Wir gucken, ob die Bälle hinten liegen. Wenn einer liegt, holen wir ihn raus. Ja? Okay, fangen wir an. Und. Okay, kurze Pause. Kurze Pause. Jawohl. Und. Okay, kurze Pause. Jawohl. 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 Okay, gut. Ball raus. Bei der Sache, Tom, bleib mal drin. Bei der Sache halb hoch, was mich hier vorhin gestört hat, oder generell stört, ist immer, dass wir einfach nur hier gerade die Jungtorhüter einfach mal so das Bein hochschmeißen. Ja, und einfach nur hoffen, dass wir getroffen werden. Nächste Sache, geht man noch ein bisschen den Schritt nach hinten. Ja, wir machen das jetzt so. Der Spieler passt mich an. Kreuzchen, kriegst den Pass und wirfst Kurzecke halb hoch. Kurzecke halb hoch. Tom, da musst du aber auch damit mitgehen. Geh voll auf die Wurfhand. Ja? Danach, kurze Pause, du passt mich an. Ja? Machen wir das mal kurz. Okay. Jawohl. Kommt man noch ein bisschen mehr rein und hier geht so ein bisschen. So, machen wir auch so wieder zwei Würfe. Den ersten kurz und den zweiten lang. Ja? Kommt mal, ihr kommt noch ein bisschen mehr mit rein. Geht mal ein bisschen mehr rein. Jawohl, wieder zwei Würfe. Okay. Wieder gleiche Organisationsform. Ja. Hey. Stopp. Zwei Wurfpause. Ich will nicht hektisch arbeiten. Ich will, dass die Torhüter viele Würfe aufs Tor bekommen. Ja. Okay, zwei Wurfpause. Warte, Fabi, Ball raus. Dass der Mittelmann einen Ball ins Spiel bringt. Ja. Auf den Halblinken spielt und der Halblinke den Pass nach außen bringt. Ganz einfach. So. Dann der Halblinke wieder zurück. Der Mittelmann. Jetzt kommt der zweite Mittelmann und bringt ihn nach halb rechts. Ja? Ganz einfach. Und die Mittelleute bitte gucken, dass das kein Hetzjagd wird. Ihr bringt den Ball locker ins Spiel. Ja? Wie gesagt, außen nur lang, hoch und halb hoch. Ja? Der Torhüter weiß also, wo der Ball hinkommt. Gut, Fabi. Gut, Fabi. Deswegen machen wir das jetzt so, dass der Mittelmann kreuzt den Halblinken und der Halblinke spielt den Parallelpass, Parallelstoß, ablegen. Danach, Maurice, gehst du auf die Mitte und der Mittelmann bleibt auf halb links. Die Außenspieler nur noch lang, also bleibt bei lang hoch, halb hoch. Ja? Okay. Zack, jawohl. Ruhig zurück. Und halb rechts ankreuzen. Und halb rechts ankreuzen. Ja. Zack. Und durchlegen, jawohl. Ja, passiert. Das ist kein Problem. Und
Dennis, du bietest die kurze Ecke an. Ja, also jetzt machen wir das Ganze. Jetzt kommen die Würfe von den Außen nur in die kurze Ecke. Ja, wir haben jetzt den Unterschied, dass wir jetzt in der langen Ecke mit dem gestreckten Bein arbeiten müssen. Jetzt müssen wir mit wesentlich kürzeren Bewegungen arbeiten. Ja, wenn wir jetzt nämlich das lange Bein nehmen, machen wir uns den Raum zwischen den Beinen sehr lang auf. Genau. Gut. Machen wir das nochmal. Machen wir es einfach nochmal kreuzen, Parallelstoß. Machen wir das Ganze nochmal. Ja. Halb hoch, hoch. Machen wir halb hoch, hoch bleibt. Ja. Halb hoch, hoch, kurz. Ja. Gut, Dennis. Ah, okay, nochmal, komm, nochmal. Wir haben die Mittellinie als fiktives Netz. Ja, wir fangen erstmal ganz locker an, dass die Torhüter sich den Ball innerhalb des Feldes mit dem Fuß zuspielen. Ganz locker. Komm. Und die Arme umhalten. Komm, locker mit dem Fuß zuspielen. Oh, jetzt. Jawohl. Kommt ruhig ein bisschen heran. Ja. Locker, jawohl, locker. Die Seite von Pascal spielt weiter mit dem Fuß zu. Die Seite von Dennis spielt mit der Hand zu. Nimm den Ball auf und spiel. Jawohl, gut, Robert. Nächste Sache, wir spielen Fußballtennis im Feld, Fußballtennis. Wir spielen miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ja? Jawohl. Über die Linie spielen, locker, jawohl. Ja, komm. Nächste Sache, wir spielen Prellball oder Pingpong. Dennis, machen wir mal so. Der Ball kommt bei dir auf. Nee, machen wir so. Der Ball kommt bei dir auf. Nee. Bei dir auf. Zuerst bei dir, ja? Wie Pingpong. Ja? Auch hier mal gucken, dass wir... Ja, okay, los. Okay, gut. Soll dazu reichen. Nächste Sache, Volleyball. Ja, wir lassen den Ball mit allem, was wir haben, lassen wir den oben. Spielen ganz normal Volleyball. Oh, Pascal. Denk dann innerhalb des Feldes. Ja. Ja, aber versucht man mit dem Kopf, wenn es einmal nicht geht, man versucht mit dem Fuß. Ja, gut, Leon. Ah. Ja. Du fängst mit links und spielst noch rechts. Ja? Ja. Ihr müsst nicht gleich schnell arbeiten. Guckt, dass ihr den Rhythmus reinbekommt. Leon, geh ein bisschen näher ran. Leon, ein bisschen näher ran. Und Fabi, breit auseinander, die Arme breit auseinander. Ich möchte, dass ihr greift und schnell übergebt. Ich möchte schnelle Hände haben. Ja? Ja? Männer, machen wir noch mal Stopp. Ja? Wichtig ist, dass ihr die Arme hier oben habt, in der Grundposition. Lasst sie hier oben. Und wenn ihr mit links fangt, schnell übergeben. Ja? Guckt, dass ihr es nochmal macht. Machen wir nochmal so drei, vier Runden. Ja? Ihr müsst die Arme oben haben und schnell übergeben. Du spielst ja den Ball nur in die Mitte zurück. Komm, du hast einen Ball, den lässt du nur fallen. Steh um und komm. Nee, nicht übergreifen. Lass den einfach nur rausfallen. Komm, raus. Zack. Den will ich haben. Nächste Sache. Ein Torwart mit zwei Bällen. Ja, Klocki. Jetzt machen wir das immer so. Du stehst mit den beiden Bällen. Ich spiele mal den Ball gerade, den ich habe. Das heißt, wenn ich den spiele, spielst du mir den entgegengesetzten Ball, übergibst den auf die Hand und greifst ihn. Machen wir mal ganz. Ja, also. Genau. Ja, ich spiele den mal gerade. Ja. Jawohl. Und zwar, ich spiele jetzt immer einen Ball auf die Hand, du greifst mit der Hand, übergibst sie mit am Rücken und spielst mir so wieder zurück. Jeder 6 bis 8 Bewegungen. Pascal, geht ein bisschen heran. Geht ein bisschen mehr ran. Der zuspielt, ein bisschen heran. Ja. Pass zu Tom. Ganz einfache Sache. Komm ein bisschen mehr raus, Tom. Das ist zu defensiv. Jawohl. Pass, Rückpass. Und jetzt werfe ich ganz normal hoch. Ich zeige an, ich werfe abwechselnd hoch. Du gehst mit Beinen hoch. Ja, also Pass, Rückpass und Wurf. Okay. Ja.
Genau. Pass. Rückpass. Okay, das macht Maurice jetzt. Komm, nochmal 5 Bälle. Ja. Die gleiche Sache. Pass, Rückpass zu Pascal. Pascal, gehen wir noch ein bisschen näher ran. So, Maurice. Da, wo du abknickst, wirfst du hoch. Ja? Das heißt, der Torhüter muss jetzt erkennen, der Spieler wirft rum und macht den geraden Ball hoch. Ganz normal hoch. Du gehst mit Beinen hoch. Jawohl. Eindeutig abknicken. Zack, komm. Jawohl. Ja, komm, Fabi, da musst du einsteigen. Nächste Sache. Dennis ist ein Tor. Wir greifen jetzt die Übung vom Warmmachen auf. Und zwar, Pascal, du spielst Dennis den Ball hoch, du gibst den hinter Rücken und jetzt kommt der Wurf, da wo das Zuspiel kam, Maurice, da kommt der Wurf hin, da kommt jetzt die einhändige Abwehr. Okay. Ja? Da wo das Zuspiel kam, da kommt der Wurf hin, Maurice. Ja? Und die Torhüter, guck mal, dass Maurice immer gleich die Bälle hat. Ja? Boa! So, erstmal, Pascal, eindeutiger in die Ecke werfen und Maurice gibt Dennis die Chance zu spielen. Und ja, kannst du mit einer Hand gehen, Dennis. Zack, zack. Jawohl. Dennis, da. Ja, ich spiele den Ball jetzt hier, schock ihn. Und in dieser Bewegung gehe ich jetzt gleich hoch. Da kommt der Wurf von Maurice. Dann wieder kurze Ausgangsposition. Dann kommt der Wurf von Dennis. Zack, und dann geht's da hoch. Ja. Okay, den Ball aber flacher schmieren. Zack. Jawohl. Hey, stopp. Ja, auch hier immer stopp. Ja, nicht hektisch arbeiten. Ja, so, wir haben jetzt den Ball von der Mitte. Pascal, bitte mehr unten spielen. Ich möchte ihn nicht hier oben haben, hier unten. Und jetzt aus der Bewegung kommst du hoch und arbeitest. Ja, und dann hast du Pause. Zack, und, zack, Pause, zack, und Wurf und, jawohl, kurze Pause. Grundposition und, warte, da ist ein Ball. Ja. Fabi, immer aus der Grundposition kommen. Ja, wenn du abgewehrt hast, immer aus der Grundposition. Und. Zack, oben gehen. Und. Okay, kurze Pause. Okay. Stopp, Ball raus. Jawohl. Leon, warte mal kurz. Du hast so einen langen Reden, ja? Du machst mal 2 Zwischenschritte, ja? Komm mal, pass, dass du. Ja? Wenn du den ablegst, du kommst von hier. Zwischenschritt, ablegen. Und jetzt machst du Zwischenschritt und hier. Du machst immer noch einen Zwischenschritt, ja? Mach mal einen Schritt. Du hast so eine lange Beine, das müsstest du hinkriegen, okay? Zack, und. Ja, genau, super. Gut, Maurice, dann musst du ja noch eintakten ein bisschen, ja? Ist gut, hast gut eingetaktet. Ja. Machen wir mal eine ganz normale Standardübung. Erstmal lassen wir so laufen. Du schlägst unten an, da oben kriegst du den Ball hin. Also Anschlag und da hoch. Da, genau, immer diagonal, wo er anschlägt. Ja? Machst du mal abwechselnd. Okay, stopp. Ja, ihr seht, normalerweise sagt denn der Trainer, das erste weiße Kästchen oder das erste schwarze. Tom hat jetzt gerade mal das zweite weiße erwischt. Ja? Wie gesagt, und mit dem zehnten wird es immer ein bisschen höher. Dann treffen wir hier den zweiten schwarzen. Ja? Eine Sache, wie wir das Ganze jetzt modifizieren können, und ihr könnt euch sicher sein, in Deutschland ist alles genormt. Wir haben hier 10 Kästchen. Könnt ihr gucken, in jeder Sporthalle sind 10 Kästchen. Ja, jetzt sagen wir mal so, dass ich ein akustisches Signal gebe. 1 ist unten, 10 ist oben. Ja? Das Kästchen, was ich sage, schlägst du an und dann kommt der Wurf da hoch. Wir arbeiten mal nur, du wirfst nur da hoch, wir arbeiten nur die Seite. Ja? Also 1 ist unten, 10 ist oben. Nein. Du wirfst nur hoch. Nein. Du wirfst nur die Seite hoch. Nur die Seite hoch. 8. Okay. 3.
10. 1. Ja? Ich zeige an, eindeutig, nicht hier irgendwo. Ja? Und jetzt kommt der Wurf nur da hoch. Ja, okay. Ah. Nächste Sache, wie ich auch ganz gut in eine Vorbelastung komme. Dennis, haben wir auch schon öfters gemacht. Ja, wir kommen flach, flach und dann hoch. Ja. Ist da? Okay, und? Okay, gut. Den Wurf weg. Ich will jetzt bloß mal zeigen, wie ich ein ganzes Programm mit dem Ball alleine jetzt mal gestalten kann. Ja, du kommst immer aus der Mitte zurück. Und komm. Und komm. Und komm. Und komm. Such den Ball. Yep. Okay, gut. Das Ganze auch ein. Mit einer Hand. Mit einer Hand. Okay. Mit einer Hand. Komm. Mit einer Hand. Ich lege dir den Ball hier hin. Du kickst ihn weg. Du kickst ihn weg zur Seite. Und dann kommt der Wurf da hoch. Ja. Oh ja, der Kick könnte ein bisschen ausgeprägter sein. Ne? Das ist mehr zur Seite. Ja? Das sind da jetzt drei. Zack, jawohl. Gut. Warte. Jawohl. Okay. Ja, auch hier müsst ihr mal gucken, können wir dann mit einem Kegel auch mal versuchen, die Höhe zu variieren. Yep. Ja, okay. Ja, so, jetzt koordinativer Aspekt, Auge-Hand-Koordination und Geschicklichkeit. So, Dennis, 7 Meter auf Pfostenhöhe. Komm, bisschen raus. So, jetzt der Tote, der hier vorne steht, das wird gleich Fabi sein, ja, entscheidet, welche Hand er macht. Du greifst den Ball, jetzt kommt der erste Wurf hoch, einhändig. Maurice, mach mal, übergibst den Tennisball. Und jetzt kommt der zweite Wurf da. Genau. Also, du suchst einfach eine Seite. Genau. Und ja? Ich greife den und dann geht's los. Du, genau. Ja? Du wirfst, musst halt gucken, wo der Ball kommt. Ja? Okay. Jawohl. Okay. Ist natürlich auch ein bisschen Angstbewältigung für den Torwart, der hier steht. Ja? Aber da habe ich Vertrauen in meine Kameraden. Ja? Fabi, du stehst hier. Ja. Jawohl, Tom, gut so. Jetzt machen wir das so, wenn ich den roten Ball zeige, ja, den roten Ball zeige, dann kommt der erste Wurf flach, diagonal und der zweite hoch. Zeige ich den gelben Ball, kommt der erste hoch und der zweite flach. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin, Tom? Ja, also rot. Greif hier zuerst den roten Ball, kommt der erste Wurf flach, hoch. Ja. Mal langsam, mal, pass auf, ich zeige euch, was ich mache. Ja, Dennis greift den roten, dann kommt Maurice flach und Tom hoch. Aber du musst ja immer gehen. Ja? Alles klar. Und wenn ich den Tennisball zeige, Tom hoch. Okay, machen wir das so. Tom zeigt mal bitte den Ball und ich werfe. Ja. Warte. Aber Tom, du musst vorher zeigen, welchen Ball du machst, ja? Warte. Gut, Maurice. Machen wir ihn so. Nur mit dem rechten Bein arbeiten, ja? Bleib hier immer. Wie gesagt, das sind jetzt aber ganz kleine Hürden. Ich würde am liebsten so eine Klapphürde nehmen, wo wir halt noch ein bisschen höher mitarbeiten. Ja? Wie gesagt, mit rechts. Jeder Torhüter, einmal mit rechts, einmal mit links. Ja? Gut, Tom. Ja.
gehen wir jetzt. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe normalerweise Klapphirn oder diese Kastenzwischenteile. Jetzt habe ich bloß die Hürde als Orientierung damit bei. Ja? Jawohl, ja. Ja. Gut, alles klar. Was ist dafür? Jetzt arbeiten wir arbeiten nur mit dem rechten Bein. Ja, wir arbeiten jetzt nur mit dem rechten Bein. Lassen das linke hier stehen. Ja. Ja. Kurzen Bodenkontakt und wieder weg. Ja, okay, gut. Zu große Füße. Aber okay, wie gesagt, ich habe normalerweise größere Hirn, das ist jetzt bloß improvisiert. Ja? Gut, komm, Fabi. Eine Runde. Nee, du musst immer zwei Kontakte. Du bist immer in dem Quadranten bist du zweimal. Ja? Mach nochmal. Also. Wie gesagt, Hirnballett als eine Sache, die Hüftbeuger vorzubereiten. Eine andere Sache, die dann schon fast in den Kraftbereich geht. Ja. Ich habe ja gesagt, die Leibchen nehme ich auch immer ganz gerne als Übungsmaterial. Dennis, komm mal kurz her. Und Pascal. Okay. Machen wir mal ganz einfach. Ja, mit dem rechten Bein auf dem Leibchen und gehen einfach mal kurz runter und kommen wieder hoch. Ganz, ganz locker. Ja, und wieder. Ja. Ja. Jawohl. Okay, gut. Wechseln wir mal auf links. Mal auf links. Macht Robert mal mit Tom vor. Wir gehen in die Liegestützposition. Ja? Und jetzt ziehen wir einfach nur hier das Bein an. Wenn das für die Liegestützposition zu schwer ist, gehen wir in den Unterarmstütz. Das ist wahrscheinlich einfacher. Ja? Und machen einfach nur hier. Ich möchte bloß, dass wir diese Bewegung am Bein, die ist mir wichtig halt. Ja, ja genau. Ja, bloß über das kurze Bein. Jawohl. Gut. Ja. Ja, wir bleiben im Liegestütz, ziehen jetzt das Bein ran und ziehen ihn jetzt hier unten durch. Ja? Jawohl. Ja, auch hier können wir den Winkel verändern, ja, und damit in die Beweglichkeit reingehen. Ja, jawohl, gut so. Okay, alles klar. Wir gehen in den Seitstütz, ja, ein Bein und jetzt gehen wir und hinten durch, ja? Jawohl. Komm, ein bisschen höher mit dem Hintern, jawohl. Das untere Bein, jawohl, gut, Tom. Genau, anziehen und drunter durchziehen. Und komm nach oben, Tom. Da geht noch ein bisschen was. Jawohl, Robert, gut so. Du schützt unter dem rechten Fuß durch. Ich spiele, ja. Sorry. Ja. Oh. Genau. Okay, aber Rhythmus ist okay, aber gleich wieder oben anbieten. Ja? Ich möchte nicht, dass sie am Rücken sind, gleich wieder oben anbieten, wenn du willst. Ja? Okay, ja, alles klar. Ja? Auch hier eine spielerische Übung, Ballgefühl und auch gleich wieder in der Bewegung für halb hoch drinnen. Ja? Gut, Dennis, jawohl. Jetzt machen wir das Ganze in der Vorwärtsbewegung. Also wir gehen, kommst frontal? Ja. Ja. Okay, gut. Ich spiele den Ball zu. Ja. Du spielst mir unter ihm zu. Und jetzt kommt der Wurf, andere Seite halb hoch. Andere Seite halb hoch. Ja. Und ja, steig richtig ein. Du weißt, sag ich mal, dass der Wurf dahin kommt. Ja. Ja. Nicht einfach nur das Bein umwerfen, sondern einsteigen. Maurice, du weißt Bescheid, ja? Oh. Ja. Nehmen wir, da muss ich besser einsteigen. Ne? Komm, nochmal. Yes! Andere Alternative, auch die Grundtechnik zu machen. Ja, du stehst auf 3 Meter, zeigst mir eine Bewegung, trocken, also wenn jetzt rechts an, stehen, dann kommt der Wurf auf die linke Seite. Also auf die zweite Bewegung kommt der Wurf. Du entscheidest, wo der hinkommt. Ja? Maurice muss aufpassen. Du entscheidest. Stehst auf 3, 4 Meter. Einen machst du trocken, auf den zweiten kommt der Wurf. Ja, gut, Maurice, gut aufgepasst, jawohl.
guck, dass du stabil stehst und du entscheidest, wann es losgeht. Zack, rauskommen, stehen. Ah, Fabi, auf 3 Meter, ja, auf 3 Meter. Steh. Zack, raus. Yes. Maurice, warte, bis er die Grundposition hat, ja. Ja. Jawohl, okay. Gut, alles klar. Ja, wie gesagt, hier haben wir eine bisschen Vordehnung, ein bisschen Beweglichkeit, auch wieder am Pfosten. Ja. Warte, warte. So, okay. Da kommen gleich richtige Würfe dran, ja? Okay. Und raus. Okay. Bälle, Bälle, Bälle. Ja. Warte mal kurz, Dennis. Hier noch ein bisschen kürzer. Hier lässt es mir zu viel Platz. Mach hier noch ein bisschen kürzer, dass du wirklich arbeitest. Und dann geh wirklich aktiv rein hier. Geh wirklich aktiv rein. Jawohl, okay. Und zwar simulierte Würfe von außen. Pascal, den ersten Wurf. Du stehst am kurzen Pfosten, der kommt von mir lang. Ja, muss ich gucken, ob ich den treffe. Ja, der kommt von mir lang. Ja, danach bleibst du in der langen Ecke stehen und der zweite Wurf kommt von mir kurz. Ja, mach mal. Also, du stehst erstmal lang. Micha, pass auf da hinten, genau. Okay, gut. Bleib lang stehen und jetzt kommt er kurz. Okay. So, ganz locker, den Ball, den ich dir spiele, spielst du mit dem Fuß zurück. Ja, mit dem Fuß zurück. Okay, kein Problem. Wenn ich jetzt hier indirekt spiele, spielst du mir auch direkt zurück. Okay. Ja? Ja. Stehst vor mir, ich spiele den Ball flach. Nimmst du und spielst du mir unter Ferse wieder zurück. Also so spielst du mir wieder zurück. Zack. Okay. Ja? Okay, da fange ich an. Komm, und. Dennis, stehst du hinter mir. Und nach jedem Flachen spielst du Pascal einen oben zu und er spielt ihn hier zurück. Okay. Ja? Den spielst du ihm zurück. Den spielst du ihm zurück. Genau, jawohl. Und. Oh, komm. Zack. So, jetzt auch hier Auge-Fuß-Koordination und ein bisschen Grundtechnik. Ich lasse einen Ball fallen. Komm, gib ihm alle hier rein. Zack. Einen Ball fallen. Einmal darauf aufkommen und dann kickst du ihn. Am besten ins Tor. Und nicht in meine Sicht. Ja? Ich versuch's. Gut, alles klar. Jawohl. Jawohl. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen gefährlicher für mich. Guck mal. Ja, jetzt den Ball, bevor er den Boden berührt, kickst du ihn. Okay. Ja, am besten so. Komm ein bisschen heran. Jawohl. Jawohl. Gut so. Boah. Ja. Dennis versucht den Ball halt immer mit einem aktiven Kick nicht ins Tor zu lassen. Jawohl. Okay, super. Alles klar. Ja, wichtig hier am Pfosten fixieren, weil dann haben wir wirklich einen sicheren Stand. Und dann können wir es mal ausprobieren, wie weit die Torhüter halt kommen. Bei Dennis hätte ich gut und gerne auf 2,50 werfen können. Ja? Robert, komm. Gleiche Übung. Ja, komm. Fixieren Fuß, genau. Jawohl. Okay, stehst du sicher? Ja. Okay. Jawohl. Und zwar, Pascal wirft Tom den Medizinball an. Tom, sitz mal im Gerätschwinkelsitz. Ja, im Gerätschwinkelsitz, die Beine mal ein bisschen gestreckter. Jawohl, okay. Gut, jetzt kriegst du den Ball von Pascal, spielst ihn zu Dennis und jetzt kommt der Wurf von Maurice da unten flach. Jetzt möchte ich mal sehen, wie der da... Flach, nur flach. Ja, aber da kann man richtig hin agieren, ja. Und, mehr. Ja.
Jawohl, Pascal, genau. Mach alles dicht da unten. Komm, und. Yep. Dennis, du fängst an. Greifen, zack und flach. Position, greifen, zack und flach. Ja? Auge-Hand-Koordination, haben die Grundtechnik hoch wieder drin und dann kommt der Wurf auf flach. Zack, jawohl. Ja, warte, Dennis, genau. Mach und guck, das, warte, ganz in Ruhe das Leibchen wieder hinlegen. Wie gesagt, keine Hektik, ja? Die Aktion müssen schnell ausgeführt werden. Zack und. Jawohl. So, warte, Bälle raus, kurze Position wieder und. Warte, stopp. Zähl mal kurz bis 5. Dennis, vielleicht ein bisschen diagonal nach vorne arbeiten. Da bist du noch zu parallel. Yes. So, jetzt machen wir die Sache. Ich zeig dir den Ball, du greifst ihn. Greif ihn. Jetzt kommt flach. Der Wurf flach, hältst du? Genau, der erste Wurf, übergibst ihn, den Tennisball, und jetzt kommt der zweite Wurf da flach. Ja. Oh, festhalten. Fabi, komm, geh mal ein bisschen mehr zusammen, weil sonst muss Pascal den Ball zu greifen. Er muss ihn bequem greifen können. Ja? Hier ist der Tennisball. Übergeben und Dennis. Ja, gut. Ja? Also, wenn ich ihn hier gebe, bleibt die Übung die gleiche wie eben. Ja? Wenn ich ihn jetzt aber hochwerfe, gehst du hoch, greifst ihn, dann kommt er hoch. Ja? Pascal, das heißt für dich, du musst ihn natürlich, sag ich mal, sehr gut hier einpacken können. Wenn, aufstehen, genau. Ja? Ich mach's mal kurz hier hoch vor. Pascal, wirf mal kurz einen Ball für Dennis, den ersten. Greifen hoch, hoch. Übergeben und hoch. Jawohl. Das ist die Übung. Das andere bleibt toll. Flach kannst du auch machen. Das ist ganz deine Entscheidung. Jawohl, Dennis. Gut so. Achtung, Ball. Jawohl. Oh, das meine ich, da muss der da vorne sitzt doch ein bisschen Ballgefühl haben, ja? Na komm, einen kriegen wir noch hin, einen hoch kriegen wir noch hin, Pascal, komm.